Willkommen bei sofaexperten.com. Unser heutiges Thema: Wie viel Platz brauchen Sie für das ideale Sofa, damit Sie und Ihre Mitbewohner sich wohlfühlen? Hintergrund: Viele Leute kaufen zu große Garnituren und haben dann zu wenig optische Wirkung. Mein Name ist Lutz Reinhardt. Ich bin Gründer von sofa-experten.com. Wir klären für Sie in diesem Videoblog viele relevante Fragen rund um das Thema Markensofas. Heute erzähle ich Ihnen ein bisschen was über den Platzbedarf für Sofas, für sich und Ihre Familie. Es geht darum, wie Sie sich in Ihrem Wohnraum wohlfühlen. Ich will, dass Sie das Vorgehen verstehen, um für Ihr Zuhause das Optimum schaffen zu können. Zum Start zeige ich Ihnen, was das Problem ist, anhand eines Kundengespräches hier in Empfingen vor circa 3 Wochen. Am Samstag, 28.10., erhielt ich hier Besuch vom Ehepaar Hillebrand. Beide Generation 50+, Kinder 17 und 22 Jahre alt, die waren nicht dabei, noch im Haus lebend. Die 23 Jahre alte Schillig-Garnitur hat jetzt echte Schwächen im Bezug und an den meistbesessenen Stellen. Nicht verwunderlich nach 23 Jahren, oder? Bisher hatten die Hillebrands eine große dreiteilige Eckgruppe und noch einen extra Sessel dazu. Platz für 6 Personen. Eine schöne große Schillig-Ecke, wie man sie halt vor 20 Jahren gekauft hat. Jetzt wollen sie sich etwas luftiger, etwas designiger, moderner einrichten. Doch wie geht man hier vor? Zuerst einmal haben wir gemeinsam abgecheckt, wie groß die Fläche für den Wohnbereich insgesamt ist und was an sonstigen Möbeln noch gebraucht wird. Also, der Wohnbereich ohne Essbereich ist bei den Hillebrands ca. 25 Quadratmeter groß. Dazu kommt eine Schrankkombi aus Highboard und Sideboard, was drin steht, sowie 2 Beistelltische und ein Glasregal für das Home Entertainment System. Verzichtbar war ein alter Sessel von der Oma, dieser wanderte in den Flur zum Schuhe anziehen. Dann als zweites checken wir, für wie viele Personen die Sofakombination ausreichen muss. Klar, das Ehepaar und die Kinder, 25 und 17 Jahre alt, da sind die beiden nicht ständig im Wohnbereich. Wir setzen die Kinder deshalb nur mit 50% zur Hälfte an. Ergo 2 plus 2 mal 1,5 gleich 3 Personen. Und Besucher, die zählen wir gar nicht, denn nach meiner Erfahrung setzen wir uns mit Besuchern eher an den Esstisch, nicht aufs Sofa. Das Sofa kauft man für sich selbst, nicht für die Gäste. Und die Oma, die unter dem Dach eine eigene Wohnung hat, okay, auch hier 50%. Die Oma kommt sonntagabends zum Tatort, ergo brauchen wir für Familie Hillebrand 3,5 Sitzeinheiten. Was heißt das? 3,5 Hinterteile müssen Platz haben. Witzig, gell? Gibt es auch halbe Hinterteile? Ja, das gibt's. Aber wie Platz haben, sitzen oder liegen? Also wie wollen die Hillebrand sitzen oder liegen? Grundsätzlich hat man für Sitzeinheiten nur Platz zum Sitzen. Aber achten Sie auf Ihre Gewohnheiten. Wenn 2 von Ihnen immer liegen wollen, brauchen Sie 2 Liegeplätze und 1,5 Sitzplätze. So ist das bei Familie Hillebrand auch. Und erst jetzt wusste Familie Hillebrand, was sie suchen musste. 2 Liegeplätze und 1,5 Sitzplätze. Was kann in diesem Beispiel dann in Frage? Bei Familie Hillebrand war das eine kleine Wohnlandschaft, bestehend aus einem Zweisitzer und einem Longchair. Also 1,5 Sitzplätze und 1 Liegeplatz. Dazu eine motorisch verstellbare Liege oder ein Relaxsessel als 2. Liegeplatz. Wir haben dann aus unserem Schnäppchenangebot eine Gruppe von Willi Schillig gefunden. Schillig waren sie sehr zufrieden. Und dazu eine Liege von Willi Schillig kombiniert in den Farben Cognac, die Gruppe, und olivgrüne Liege, die Komplementärfarbe zu braun Cognac. Denn Frau Hillebrand liebt grün über alles. Sehen Sie das strategische Vorgehen meines Handelns? Zuerst bestimmen wir den vorhandenen Raum. Dann checken wir die notwendigen Sitz- und Liegeeinheiten. Und dann noch die Sitzgewohnheiten der Bewohner. Sitzen oder liegen, auch das ist wichtig. Erst danach geht es um Ästhetik und Gefallen. Wenn Sie so vorgehen, haben Sie mehr davon. Das verspreche ich Ihnen.
Und wenn Ihnen aber eine andere Garnitur gefällt, die mehr Platz hat, Achtung, stellen Sie sich den Wohnraum nicht zu voll. Sie werden sich dann nicht wohlfühlen. Weniger ist mehr. Geben Sie den schönen Stücken auch Raum zum Atmen. Frau Hillebrand hat auf jeden Fall so gekauft und sich in der letzten Woche bei mir für die Tipps bedankt und mir auch erlaubt, sie hier als Beispiel zu erwähnen. Übrigens, vielleicht wird noch ein kleiner Clubsessel dazugestellt, als Zusatzplatz, wenn doch mal alle da sind, zum Tatort. Mein Tipp für Sie zum Schluss. Stöbern Sie mal rein bei unserem Online-Outlet profischnapp.de mit echten Markenschnäppchen und wöchentlichen Neuzugängen. Oder besuchen Sie uns hier in unserem Showroom in Empfingen. Nächste Woche sehen wir uns hier wieder, dann mit dem Thema Weihnachtsaktionen der Möbelhäuser. Einmalige Gelegenheiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Lutz Reinhardt.